So, guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen bei einem neuen Foodtest hier auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit, glaubt das Produkt ist auch ein weiteres von Ferrero, ich bin mir gar nicht sicher, das werden wir gleich sehen. Habe ich auf jeden Fall gesehen, dachte mir, komm, wir haben jetzt eh ein paar Ferrero Produkte getestet, das schauen wir uns mal an. Heute geht es weiter mit der Hanuta Haselnussschnitte. So, also an jeden deutschen Zuschauer, der gerade zuschaut, wird es auf jeden Fall kennen. Genauso wie die Duplos, wie wir zuletzt getestet haben. Hanuta ist so ein klassisches deutsches Produkt, würde ich auch mal sagen. Gibt es bestimmt auch in anderen Ländern, aber wir schauen es uns jetzt mal an. Kommen wir zum Cover. Also was ich erstmal cool finde, wie bei Duplo ähnlich, wir haben so eine große Pappverpackung außenrum. Wenn jetzt auch die Verpackungen von den einzelnen Hanutas auch aus Pappe sind, ey, dann echt größten Respekt. Bezweifle ich aber. So, wir haben hier ein schwarzes Haar, alles verrahmt mit so weißer Schrift. Hanuta und der Rest ist eben rot. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Ah, das Haar bestimmt wegen der Haselnuss. Und dann Hanuta. Haselnussschnitte. Hier haben wir diese Haselnussschnitte, wie sie am Ende ausschauen soll. Werden die meisten eben, denke ich, auch schon kennen. Hier haben wir eine Haselnuss noch mit Schale. Hier haben wir eine halbe Haselnuss. Hier haben wir eine Haselnuss. Und hier haben wir zwei Haselnussblätter. Auch ist alles, außer eben dieser gelbe Schriftzug, dass einer noch gratis extra dabei ist. Aber sonst ist alles in so einem Holzton gehalten. Hier haben wir noch ein bisschen Getreide, also Weizen, denke ich mal. Ja, dann machen wir hier gleich weiter. Hier haben wir den Barcode. Dann von Ferrero, da haben wir es. Okay, nice. Ferrero Deutschland aus 60624 Frankfurt am Main. Schöne Grüße an alle aus Frankfurt. Und von der Ferrero MMXXI. Was ist denn das? Ferrero 2021. Ach so, aber wieso auf griechischer Schrift? Kann das mal jemand verraten? Naja. Dann haben wir hier eben den Barcode, wie ich gesagt habe. Haltbar bis 26.08.22, also ein bisschen haben wir noch. 11 Stück haben wir drin, 242 Gramm. Und wir kommen direkt, haben wir noch irgendwas? Nein, wir kommen direkt zu den Nährwerten, hier 100 Gramm. Aber coole Verpackung, also echt, finde ich schön, ein bisschen rustikal, so geil. So, wir haben einen Energiewert von 2260 Kilojoule, beziehungsweise 542 Kilokalorien. Auch hier relativ Süßigkeiten bzw. schokoladentypisch. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwann was anderes testen. Dann haben wir Fett 31,9 Gramm. Davon gesättigte Fettsäuren 18,6 Gramm. Auch relativ schokoladentypisch. Wir haben halt auch viel Schokolade drin, aber auch Weizen und Haselnüsse. Kohlenhydrate haben wir 54 Gramm. Davon Zucker 42,6 Gramm. Bisschen weniger als so der Durchschnitt, den wir zuletzt hatten. Aber immer noch natürlich viel zu viel. Eiweiß haben wir 7,6 Gramm. Ist relativ angenehm, ich denke mal wegen den ganzen tierischen Produkten. Und Salz haben wir 0,432 Gramm. Ich glaube, der höchste Salzgehalt von Sachen, die wir bis jetzt je getestet haben. Respekt. So. Ja, Nährwerte sind schlecht an sich. Eiweiß sticht, finde ich, wieder ein bisschen raus. Sonst, ja, Salz haben wir viel. Online viele Kilokalorien. Also, wie gesagt, mit 100 Gramm, das sind dann 100 Gramm, das sind unter 5 Stück davon. Ach, Entschuldigung, mit so, ja, 3-4 Stück davon habt ihr schon ein Viertel eures gesamten Tagesbedarfs an Kilokalorien gedeckt. Also von der durchschnittlichen Referenzmenge. Ja, ist schon heftig, ist schon sehr heftig. Vor allem, weil manche so eine Packung einfach so vertischen und es sind dann halt eben mal 1500, fast 1500 Kilokalorien. Heftig eigentlich, ne? Naja, kommen wir zu den Zutaten. Da sind wir. Huiuiuiui. Ja, Prost Mahlzeit. So. Zutaten. Wir haben als Hauptzutat den guten Zucker. Super. Dann haben wir als zweite Zutat pflanzliche Fette, nämlich Palmen- und Chiafett. Ja, habe ich auch schon gesagt, ist leider nicht nachhaltig, deshalb kann ich dazu nicht viel Positives sagen, aber an sich jetzt nicht so schlecht für den Körper. Dann haben wir Weizenmehl, 13,5%. Ist auch ohne große Nährwerte, muss man sich vorstellen. Und deshalb auch einfach nur Stärke bzw. Zucker. Dann haben wir Haselnüsse, 13%. Geil. Also Haselnüsse, 13%, bin ich echt ein Fan von. Haselnüsse sind super für den Körper. Und 13% gleich da drin, nee, das finde ich echt cool. Boah, das stich echt ein bisschen raus. Dann haben wir Süßmolkenpulver, wieder nicht so gut. Als nächstes fettarmer Kakao. Da frage ich mich auch wieder, warum fettarm? Lass es doch, bitte, lass das Fett drin. Weil Fett ist echt gut für den Körper, wenn es jetzt nicht zu viel reingesättigt ist, beziehungsweise Transfettsäuren oder etc. sind. Dann haben wir, Fett am Kakao, dann haben wir Vollmilchschokolade. Achso, jetzt kommt erst die Schokolade, cool. Bei Duplo hatten wir ja größtenteils Schokolade, aber hier haben wir ja viel Waffel auch und viel Haselnüsse. Okay, Vollmilchschokolade. Bestehend aus Hauptzutat Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, sehr gut,
Emulgator Sojalecithin, auch nicht nachhaltig, und zu guter Letzt Vanillin. Nee, ist an sich relativ typisch. Wir haben Kakaomasse, wir haben Kakaobutter, wir haben Vollmilchpulver, wir haben Hauptzutat Zucker. Typische Vollmilchschokolade, würde ich jetzt mal sagen. Aber das Vanillin hier muss auch nicht sein an sich. Also halt von denen her. Finde ich irgendwo cool, dass die es reinmachen. Dann haben wir als nächste Hauptzutat sozusagen wieder Magermilchpulver. Einen guten Butter rein, Fett. Dann haben wir Aromen. Da finde ich gut, dass wir die bei Duplo nicht hatten. Eieiei. Wieso, oh Mann. Immer wenn ich Aromen lese und dann rein weiß und egal was ich schmecke, habe ich das Gefühl, es ist ein Aroma. Und meistens ist es dann auch viel intensiver durch das Aroma. Naja, dann haben wir Salz. Jetzt kommen wir zu Halbbitter. Ach so, wir haben einmal Vollmilchschokolade drin. Und dann Halbbitterschokolade. Und die ist vermischt oder was? Ja, krass. Okay, krass. Interessant. Wusste ich auch nicht. Wieder was gelernt. So, und die Halbbitterschokolade bestehen als Hauptzutat Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithin und auch hier Vanillin. Aber ganz interessant wirklich, dass deshalb stehen auch so viele Zutaten da. Wenn man so überlegt, es liegt da echt daran, dass wir also zwei verschiedene Schokoladensorten nochmal drin haben, die natürlich nochmal extra mit den Zutaten aufgewiesen werden müssen. So, dann haben wir als nächste Hauptzutat wieder Sojalecithin auch als Emulgator. Auch nicht nachhaltig, wie ich schon gesagt habe. Traubenzucker haben wir auch drin, okay. Bisschen Fructose. Backtriebmittel, Natrium, Hydrogen, Carbonat. Ich habe das Gefühl, ab dem Moment, wo irgendwas mit Schokolade und Weizen ist, wie bei den Duplos, brauchst du Natrium, Hydrogen, Carbonat. Und als zu guter Letzt haben wir hier auch als Hauptzutat noch Vanillin. So, wo macht man das Ganze auf? Ich sehe hier so ein kleines Aufmachfach. Ja, ich glaube, ich habe noch nie so eine Hanuta geöffnet. Krass, fast ohne Witz. Ey, das freut mich gerade. Ich habe die immer irgendwie einfach zack aufgerissen. Cool. Und dann kann man die fast wieder zumachen. Richtig cool. So, oh, okay. Also wir haben Plastik, aber es fühlt sich wie so eine Plastik-Papier-Mischung an. Aber schon noch größtenteils Plastik. Naja, ich will jetzt nicht zu viel bröseln. Wir machen das Ganze mal auf. So sieht diese Schnitte in der Verpackung aus. Finde ich an sich ganz cool. Das Einzige, was ich richtig beschissen finde, ist, dass man halt pro Hanuta-Schnitte so eine Verpackung braucht. Und das ist echt viel Verpackung. Nein, geht gar nicht. Genauso wie bei Duplo sollte es einfache Möglichkeiten geben. Ferrero, bitte überlegt euch da auch nochmal was. So, oh, ich habe Hanuta echt gut in Erinnerung und echt lecker in Erinnerung. Oh, hier sehen wir auch gut das Halbbitter durch. Die dunkle Schokolade kommt echt gut. Und wir beißen mal rein. Oh, ich habe richtig Bock jetzt. Okay, let's go. Aufs Wohl. Warte mal. Entschuldigung. Bevor wir reinbeißen, Gesundheitsnote, Mann. Dodo, was ist los mit dir? Entschuldigung. Nächster Morgen ist wieder müde. Gesundheitsnote gibt's hier auch eigentlich ganz klar. Wir haben viele Haselnüsse, deshalb gebe ich hier eine 4-. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall keine Empfehlung. So, also 4-, Gesundheitsnote. Oh Gott, Entschuldigung. So, jetzt beißen wir mal rein. Eieiei. Okay. Boah. Geil. Ja, Hanuta hat schon echt drauf. Nee, kriegt von mir eine 1. Also Ferrero macht echt gute Süßigkeiten. Also echt leckere. Ich glaube, ich schmecke ein bisschen das Aroma. Es hat so einen leichten Übergeschmack. Aber sonst die Halbbitterschokolade schmeckst du mit dem Gemisch mit der Vollmilch, hat einen sehr angenehmen Touch. 13% Haselnüsse drin, man sieht sie ja auch extra schön nochmal beim Abgebissenen. Nee, finde ich echt geil. Also geschmacklich eine 1, gesundheitlich keine Empfehlung, aber durch die Haselnüsse auf jeden Fall ein bisschen besser als gedacht. Und das war's mit der Hanuta Haselnussschnitte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr konntet wie immer gute Informationen mitziehen und wir sehen uns dann beim nächsten Produkttest. Mal schauen, was dann kommt. Bis denne, immer schön happy bleiben, niemals aufgeben und immer schön weitermachen. Ciao, ciao.